Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Lost Ark. Wir sind hier an der Schattenklippe und sind gerade dabei, hier in die Burg einzudringen. Wir sollen uns hier an den Borgmon erstmal entlang bewegen und können die Unterhaltung belauschen. Pater Jederico, laut unseren Informationen tauchen immer mehr Chaosportale auf. Wir haben zudem Leichen der Priester geborgen, Opfer der gefallenen Delane. Die Dämonen und die Delane arbeiten wohl zusammen. Die Avesta sollten schon unterwegs sein. Wir sorgen für Sicherheit. Ja, Pater Jederico. So nennt ihr das also. Für Sicherheit sorgen. Sakria Priester, Sie müssen wissen, dass die Avesta Ihre Gegner sind. Wenn Sie die Avesta unterschätzt hätten, hätten Sie nie die magischen Lichter auf dem Dach entzündet. Wir müssen diese Lichter ausschalten, damit unsere Agenten unentdeckt vorbeischlüpfen können. Ergreife jeden Priester, der das Dach patrouilliert. Die heilige Bestie, die Sie in Ihrem Schlepptau haben, kann die Lane erschnüffeln. Achte auf die Bestie und tue, was getan werden muss. Okay, schauen wir uns mal an. Hier geht's hoch. Okay, das ist easy. Was haben wir denn hier hinten? Sieht wichtig aus. Geh zum Eingang des Schattenklosters. Während der Infiltration entdeckte ich etwas, das wie ein wichtiges Schriftstück aussah. Es sah so aus, als ob es den Avesta helfen könnte, aber jemand würde es mit Sicherheit wissen, bis sie die Chance hatten, es zu sehen. Gut, nehmen wir mal mit die Quest. Mit dem müssen wir uns nicht unbedingt aufhalten. Hier haben wir noch so ein paar Lampen. So, schnell weg hier. Okay, weiter nach oben. Lösche die Lichter auf dem Dach des Nahrungslagers. Also die beiden hier. Sehr schön. Ist auch erledigt. Überreiche Ludwig die Dokumente, die du gefunden hast. Erstmal aktivieren wir den Triporter und dann gehen wir weiter zu Ludwig. Was ist das? Oh wow, sieht aus, als wäre das der Plan ihrer Verteidigungsstellung. Ich habe nicht erwartet, dass du so etwas findest. Das macht die Sache für uns viel einfacher. Du hast verhindert, dass heute viel Blut vergossen wird. Du bist so weit gekommen. Ich kann mich des Gefühls nicht erwehren, dass das zu einfach war. Ich hätte viel strengere Sicherheitsvorkehrungen erwartet. Davor halten viel mehr Priester Wache. Wir müssen sie leise ausschalten, um nicht erwischt zu werden, wenn wir uns über das Dach bewegen. Hier, nimm diese Schlafbombe. Hast du so eine schon einmal benutzt? Ja, habe ich. Gut, dann nimm sie. Wir entschieden, uns auf dem Dach weiter zu bewegen und uns im Schlafsaal auf der Westseite zu versammeln. Unsere Priorität ist es, dafür zu sorgen, dass es den Kindern gut geht. Ich treffe dich dann dort. Ja, wird nichts anderes sein mit der Schlafbombe. Die müssen wir vermutlich einfach auf die Gegner werfen.
Und dann wäre das schon. Ja, irgendwie hat sich das hier noch nicht aktualisiert für uns. Aber hier ist auch niemand, den wir betäuben könnten. So, sollen wir die vielleicht da runterwerfen? Ah, alles klar. So wird ein Schuh draus. Besiege die Sakria-Priester, die das Dach bewachen. Komm mal her. Müssen wir leider einzeln kämpfen. Die stehen nicht so schön in der Gruppe. So, 3 von 6 haben wir. Hier geht's weiter. Ja, sehr schon kaputt. Sehr kaputt schon hier die Kathedrale und sowas. Der letzte, den schalten wir auch noch mal eben aus. Dann haben wir das auch schon erledigt. Sehr gut. So, wir sollen dann eh weitergehen über die Dächer. Ja, bis ihr mal geschossen habt, bin ich schon lange weg. Alles getrost ignorieren. Hier ist nicht questrelevant. Der Schlafsaal ist direkt voraus. Ich frage mich, ob es den Kindern gut geht. Diese Dummköpfe sind erbärmlich, aber sie sind trotzdem noch Priester. Sie können den Kindern doch nichts angetan haben, oder? Ach, ich halte es nicht mehr aus. Beeilen wir uns. Du entkommst mir nicht! Dieser Mistkerl! Rühr die Kinder nicht an, Feigling! Eindringlinge! Schlagt Alarm! Die kommen bald. Schnell! Ja, schnell mal hier hoch. Ich kenne dich nicht, aber danke. Ah, befreie die Lane-Mönche. Natürlich, die Sackgasse steht bereit. Ich wusste, du würdest uns retten. So, machen wir mal hier weiter. So, 66% haben wir von den Priestern. Ein paar fehlen noch.
finden wir hier noch eine etwas größere Gruppe. Dann geht es vielleicht ein bisschen schneller. Nehmen wir doch die beiden hier. Okay, das haben wir soweit erledigt. Suche nach den isolierten Kindern. Müssen wir hier einmal zurück. Und jetzt wollen wir sie retten. Ja, die sind hier hinter den Barrikaden versperrt. Da steht Lukas auch schon. Wirklich? Oh, du hast mir Angst gemacht. Ich wusste nicht, dass es einen Avesta-Agenten wie dich gibt. Danke, dass du uns gerettet hast. Sind die Kinder in Sicherheit? Sie wurden an einen sicheren Ort gebracht. Welche Erleichterung. Aber einige Kinder sind noch immer eingesperrt. Die Kinder, die Angst bekamen, haben sich versteckt. Doch diejenigen, die schon lange hier leben, haben sich den Priestern in den Weg gestellt. Die meisten von ihnen wurden gefangen, fürchte ich. Die anderen müssen irgendwo mit dem Abt im Kloster sein. Die Kinder könnten leichtsinnige Dinge tun und verletzt werden. Ich schaue mich um, ob sich noch Kinder verstecken. Bitte rette sie. Es könnten noch Kinder zurückgeblieben sein. Lass uns zusammenarbeiten, um sie zu finden, ja? Ich werde das Gebiet durchsuchen, während du die restlichen Wachen loswirst. Wie bitte? Im Kloster gibt es Kinder? Verdammt, wir haben keine Zeit, auf Verstärkung zu warten. Beeilen wir uns. Die Hohepriester halten im Kloster Wache. Wir sind zu wenige, um von vorn einen Durchbruch zu versuchen. Schauen wir, ob wir etwas finden, mit dem wir uns verkleiden können. Besorge ein paar Priester rum und komme auf das Dach, wo wir Raoul treffen. So, 6 von 8 haben wir. 2 fehlen noch. Den hier ins Visier. So, und den hier unten. Okay, den müssen wir wohl erledigen hier. Und da hinten gibt es noch einen. Den müssen wir auch noch ausschalten. Hohe Priesterin Hermasia. Okay. So, Lukas. Dank dir sind alle sicher. Das kleine Kind hier war das letzte. Ich begleite es zurück nach Kalaya. Den Rest überlasse ich dir. In Ordnung. So, damit haben wir hier den letzten Triporter entdeckt. Und machen uns dann auch schon quasi wieder auf den Rückweg hier. Was haben wir denn hier hinten noch? Haben wir da vielleicht einen Aussichtspunkt oder so? Nö, das sind die Tore. Sehr schön, das ist auch erledigt. Jetzt sollen wir komischerweise wieder an einen ganz anderen Ort, hier rüber.
Das wird so nix. Das wird so nix. Jetzt aber. Einer Vesta, der eine Sakria-Priesterrobe trägt? Mann. Wir haben wohl keine andere Wahl. Wir müssen uns darauf konzentrieren, die Kinder zu retten. Wir können das schaffen, richtig? Vertraue mir. Du hast recht. Du warst immer an meiner Seite, in jeder Gefahr. Du warst da, als ich fast von einem Targo gefressen wurde und auch an dem Tag, als das Wakonda wahnsinnig wurde. Das ist eine weitere Herausforderung, die wir meistern werden. Ich vertraue dir. Lass uns jetzt die Kinder retten. So, Schattenkloster. Das Schattenkloster ist in der Hand von Sakria-Priestern. Schleiche dich unbemerkt ins Kloster und rette die Kinder. Ja, wir geben unser Bestes. Ist das Wetter nicht wunderschön? Meint ihr nicht auch, Pater? Schöne Roben übrigens, so königlich. Heute ist wirklich ein schöner Tag, Pater. Wir müssen unbedingt herausfinden, wo die kleinen Halbdämonen eingesperrt sind. Wir müssen die Kinder und den Abt finden, ohne dass die Priester es mitbekommen. Du solltest die Kinder suchen, während ich mich nach einer Fluchtroute umsehe. Sag den Kindern einfach, dass die schwarzen Falken hier sind, sie werden schon verstehen. Du musst so tun, als hättest du den Befehl, sie an einen anderen Ort zu bringen, verstanden? Gut, nun möge Regulus Segen mit euch sein, Priester. Ja, wir dürfen uns nicht erwischen lassen. Wir können nur dafür sorgen, dass wir irgendwie ausweichen. Andere Fähigkeiten haben wir nicht. Okay, der wartet da. Okay, wir müssen den irgendwie ablenken. Das heißt, wir müssen zurück. Und suchen etwas. Hat das geklappt? Ja, er kommt. Okay, nur weil wir ein paar Töpfe zertrümmert haben. Aber soll mir reichen. Okay, das wird nichts. Der hätte uns sonst jetzt entdeckt. Warten wir kurz, bis er weitergeht. So, wir öffnen vorsichtig die Tür und gehen rein. Hier haben wir dann schon mal den ersten jungen Delane. Du gehörst zu den Avesta. Ganz recht. Richtig so. Ja, wir versuchen die anderen natürlich auch noch zu befreien. So, komm auch du mit. Der schwarze Falke ist hier, sei unauffällig. Ich wusste, du würdest uns retten. So, auch das Kind befreien wir. Fehlen nur noch drei. Sie fingen viele meiner Freunde. Hoffentlich geht es ihnen gut.
So, da sind wieder Töpfe. Das heißt, ja, wir machen die Töpfe hier mal kaputt und locken die Wachen dann hoffentlich her. So, schnell aus dem Weg. Ja, schaut euch das mal an, was da passiert ist. Wir gehen in der Zeit hier durch das Tor. So, hier haben wir das vierte Kind. Vermutlich könnten wir die Ratten auch immer noch töten für irgendwas. Erfolg oder sowas, oder um einen geheimen Bereich später freizuschalten. Oh oh. So, schnell weg hier. Das ist ja krass, dass sie sogar in die Räume reinkommen. Der schwarze Falke ist hier, sei ruhig. Psst, ich weiß. So, da kommt auch einer. Okay, sehr gut. So, hier befindet sich das letzte Kind und dann haben wir es hoffentlich geschafft. Lass den Hass nicht überhand gewinnen. Gut, ich komme mit dir. So, bring die Kinder zum verkleideten Levi. Na, wo geht er lang? Das ist die Frage. Okay. Wir warten, bis die Wachen vorbei sind und dann haben wir freie Bahn. Sehr schön. Okay, das war mir zu riskant. Deswegen habe ich nochmal abgebrochen. Sonst hätten wir, glaube ich, alles nochmal von vorne machen müssen. Alle sind da. Bitte, okay, bitte verschont mein Leben, dann folgt Priester. Mir. Gut, Leute, wir machen in der nächsten Folge weiter und lassen uns dann hoffentlich nicht erwischen. Schaltet gerne wieder ein, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Also, bis dahin.